Alternativ oder auch zusätzlich zu den Linealen können Sie auch die Gitternetzlinien einschalten und nutzen. Die Gitternetzlinien finden Sie ebenfalls hier im Bereich Ansicht und wenn Sie hier das Häkchen reinsetzen, links neben dem Wort Gitternetzlinien, dann werden Ihnen die Gitternetzlinien auch auf der gesamten Leinwand angezeigt. Wenn Ihnen das so zu unübersichtlich ist, wie Sie das im Moment hier sehen, dann können Sie auch die Statusleiste einschalten und dann haben Sie ja hier unten rechts die Zoom-Möglichkeit. Und wenn ich jetzt einmal von 100% auf zum Beispiel 200% zoome, dann sind die Gitternetzlinien natürlich schon etwas größer. Und wenn ich noch weiter hineinzoome, dann habe ich die Gitterlinien noch größer. Die Leinwand an sich hat sich von der Größe her natürlich nicht geändert, sondern lediglich die Anzeige. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Quadrat aufziehen möchte, das 6x6 von diesen Feldern belegt, dann kann ich hier einfach auf das Rechteck gehen und drücke dabei die Shift-Taste oder ich kann auch einfach ziehen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann nach unten 1, 2, 3, 4, 5, 6 und schon habe ich hier ein Quadrat aufgezogen. Sie können mit allen möglichen Formen die Gitternetzlinien benutzen, um etwas genau zu platzieren und auch die genaue gewünschten Größen zu haben. Sie können natürlich auch dann verschieben und können auf dem Gitternetz arbeiten und wenn Sie zum Beispiel diesen Pfeil drehen und zwar rechts um 90 Grad, dann kommen wir hier hin und jetzt könnten Sie beispielsweise auch auf diesen Pfeil gehen und ziehen den genauso auf wie der Pfeil hier ist. Wir haben unten 4 Felder belegt und schon habe ich hier diesen Pfeil genauso groß wie der. Der könnte noch ein ganz klein wenig weiter heruntergezogen werden. Geht jetzt nicht mehr, weil er jetzt schon fertig nicht mehr markiert ist. Also ziehe ich den etwas hoch. Und so haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Formen ganz genau zu platzieren und auch genaue Größen zu erhalten, sodass die verschiedenen Formen auch tatsächlich hundertprozentig aufeinander abgestimmt sind. Wenn Sie die Lineale zusätzlich einschalten, ich klicke mal hier auf Ansicht, klicke auf Lineale und dann sieht das halt so aus, die Leinwand verschiebt sich etwas und wir haben links und oben die entsprechende Anzeige der Lineale in Pixeln. Und wenn ich jetzt hier unten rechts wieder auf 100% verkleinere, dann sehen Sie, dass alles ordnungsgemäß geklappt hat und es ist natürlich bei dieser kleinen Leinwand hier sinnvoll für genaue Bearbeitung und genaues Platzieren mit einem höheren Zoom-Faktor zu arbeiten und anschließend wieder zurückzugehen. Aber ob Sie diese Möglichkeit so nutzen möchten oder nicht, das bleibt natürlich Ihnen überlassen. Ich zeige Ihnen hier ja nur einige Beispiele.